So, hallo und herzlich willkommen. Pünktlich fangen wir an heute. Vielen Dank fürs Einschalten sozusagen. Audiosysteme für Webkonferenzen hier im Solution Center in Heilbronn. Ich bin hier in unserem Conference Space und mein Name ist Alexandros Vlasakakis, ganz einfach. Key Account Manager in der System- und Projektgruppe. Und heute möchte ich euch unsere Systeme kurz mal vorstellen. Natürlich haben wir einen Schwerpunkt. Bevor ich anfange, wenn es Fragen gibt, dann bitte in den F und As reinschreiben, nicht in den Chat. Und am Ende kann ich die Antworten dann gerne, die Fragen dementsprechend beantworten. Ja, bevor es losgeht mit unserem Paket, was wir anbieten, wollte ich kurz nochmal STEM Audio ansprechen. STEM Audio ist ein netzwerkfähiges System im Vergleich, wie man hier sieht. Man hat verschiedene Komponenten und die Unterschiede sind einmal, dass es hier ein netzwerkbasiertes System ist. Ich gehe kurz darauf ein, dass man es einfach mal gehört hat. Das bedeutet, alle Komponenten werden dann dementsprechend über IT-Technik miteinander verbunden. Man ist flexibel, es ist skalierbar, das heißt, man hat verschiedene Komponenten, die man dann über Netzwerk miteinander kombinieren kann. Die ganze Stromversorgung läuft über PoE Plus dementsprechend, über Netzwerkswitch. Man kann über Online oder über eine App einen Raum simulieren, über dieses Tool Room Design, kann also sich den Raum reinzeichnen und kann dann dementsprechend auch das Ergebnis quasi in der Simulation dann sehen. Es gibt dann, wenn man die Komponenten alle eingestellt bzw. installiert hat, gibt es eine Room Adapt Funktion, also so eine Einmessungsfunktion, und dann läuft also ein Sweep durch und dann wird auch die Raumakustik dementsprechend berücksichtigt. Dann gibt es noch eine Funktion, die nennt sich Room Check. Dann kann man also sozusagen sich dann im Nachhinein, wenn man die Einmessung durchgeführt hat, auch nochmal den Raum abklären an verschiedenen Punkten. Dann wird das also nochmal nachgemessen, um das nochmal zu dokumentieren und seinem Kunden dann mitzugeben. Überwachen kann man die Systeme dann auch, wenn sie im Netzwerk sind. Das heißt, macht Sinn, wenn man natürlich mehr Räume hat man die Möglichkeit, über die App dementsprechend auch die Räume zu überprüfen, zu schauen, inwiefern sie sozusagen funktionieren. Das zweite System, das ich kurz mal ansprechen möchte, ist von BSS. Das ist dann SoundWeb London. Im Vergleich zum Netzwerkbasierten ist das System jetzt ein frei konfigurierbares, also eine Audiomatrix sozusagen. Und die Unterschiede sind hier einfach, dass es frei programmierbar ist. Das heißt, wir haben einmal die Geschichte, die vollautomatisch läuft, und hier die frei programmierbare, bei der wir sozusagen alles machen können, beziehungsweise der Programmierer dementsprechend. Dann gibt es im Vergleich dann eben eine Software, den Audio Architect. Und mit diesem Audio Architect kann man eben die komplette Anlage bzw. die DSPs konfigurieren, steuern, überwachen. Es gibt unterschiedliche Größen für je nachdem, welches Projekt man hat. Das heißt, eine Blue 50, die hat eine 4x4 Matrix, geht hoch bis zur Blue 806 dementsprechend, die dann eben modular aufgebaut ist. Das heißt, man kann dann dementsprechend digitale, analoge Eingangs- und Ausgangskarten reinsetzen. Es gibt dementsprechend AEC-Karten, also mit Echo Cancelling und so weiter. Und die kann man individuell dann bestücken. Die Bedienungsmöglichkeiten sind auch dann dementsprechend vielfältig. Man hat einmal die Möglichkeit, über eine Mediensteuerung das Ganze zu machen, so wie wir es jetzt hier auch in diesem Raum haben. Über eine AMX zum Beispiel. Dann gibt es eine App, die Motion Control App. Das heißt, man kann dann auf einem iOS-Gerät dann auch sich eine Oberfläche zusammenbauen und kann die Geräte auch dadurch steuern. Oder eben über die Fernbedienung, die es dementsprechend von BSS gibt. Und man kann eben die ganzen Audionetzwerke auch mit anbinden. AVB, Bluelink, Cobranet, Dante, wie es hier schon steht. Gut, nur mal kurz als kleinen Überblick, dass wir einmal STEM haben, einmal SoundWeb London, und heute geht es ja in diesem Webinar über die Kombination des Paketes, wir anbieten das Conference Set von AKG, dem digitalen Signalprozessor, und den Genelec Lautsprechern. Da haben wir zwei Sets, einmal wie man hier sieht, mit zwei Grenzflächen. Übrigens ist es die jetzt, die hier auch dran ist. Und das gleiche dann sozusagen in einem weißen Paket mit weißen Lautsprechern von Genelec. Und dann nochmal das Conference Set 2 mit Hängemikrofonen, auch wieder das gleiche mit weißen Varianten auch.
Hier noch mal zur Demo. Ich zoome mal kurz raus, dass man sieht, wo ich mich befinde. Also wir sind, wie gesagt, hier in unserem Solution Center, im Conference Space nennt sich dieser Raum. Von der Größe, wie man jetzt hier sieht, haben wir einen Raum von 8 mal 6 Meter knapp. Die Räume sind nicht besonders bearbeitet. Wir haben einen Teppich hier drin, dementsprechend haben dann eine Akustikdecke und das war es dann sozusagen. Wie man auch in der Skizze sieht, haben wir jetzt hier 3 Grenzflächenmikrofone. So ist es auch hier dementsprechend auch bearbeitet. Wir haben 3 CBL-Mikrofone, also 3 Grenzflächen. Und ich laufe jetzt auch parallel in meinem Raum rum, dass man ein bisschen dann auch hört, wie das Ergebnis ist, wenn ich im Raum rumlaufe. Ich gehe mal in die Details rein mit den Komponenten. Die Zentrale ist sozusagen unser digitaler Signalprozessor, der DMM14U, den es gibt. Der ist natürlich verantwortlich dafür, dass wir eben ein gutes Ergebnis erzielen. Da sind verschiedene Algorithmen drin, die natürlich dann dementsprechend einen guten Sound wiedergeben oder einen Klang oder eine hohe Sprachverständlichkeit wiedergeben sollen. Also es gibt eine dynamische Pegelanpassung. Das heißt, ich spreche jetzt relativ laut und jetzt ganz leise und um eben bei einer starken Diskussion nicht diese riesen Pegelunterschiede zu haben, wird es angepasst. Dann Best Mic On kann man jetzt hier natürlich nicht so gut hören, wenn ich alleine hier bin, aber wenn es mehrere Leute sind, ist es dann eben dementsprechend so, dass er sich das beste Signal raushört. Das heißt, wenn ein Redner da ist und nimmt das sozusagen als sein Referenzwert und hat dieses Mikrofon dann an. Die anderen sind nicht stumm geschaltet, sondern es wird nur der Pegel reduziert, dass man eben diese Wortsilben, dass die nicht verschluckt werden. Dann haben wir neues Detect drin. Das heißt, wenn wir eben, so wie hier, sieht man es vielleicht nicht direkt, haben wir noch ein Rack mit Lüftern dementsprechend drin. Und da erkennt es sozusagen, dass es ein Lüftergeräusch ist. Jetzt laufe ich vor der Kamera rum. Und kann das dementsprechend dann auch ausfiltern. Von der Bedienung ist es relativ einfach. Das System ist, würde ich sagen, so ein analoges Bedienkonzept durch diesen System-Control-Regler. Das heißt, man hat einen zentral in der Mitte und kann dann die ganze Anlage dementsprechend einstellen. Von den Anschlüssen beim DMM14U haben wir 12 Mic-Line-Eingänge. Wie man eben hier sieht, kann man dementsprechend auch die Phantomspeisung mit einschalten, zuschalten, den Genregler und hat dann dementsprechend nochmal einen USB-Anschluss. Deswegen kommt er auf die 14 Eingänge, weil er eben dann den USB-Anschluss auch nochmal mitzählt, als 2 Kanälen. Die Anlage selber ist beliebig erweiterbar. Der Vorteil zu einer anderen Anlage ist vielleicht, dass man eben auch Sachen mit ergänzen kann. Das heißt, man kann auch dementsprechend auch ein Funksystem mit einbinden, das auch lokal zu holen ist, zu hören ist. Ein Headset natürlich für einen Sprecher oder auch eine Sprechstelle. Ich habe jetzt hier nochmal im Vergleich von AKG gibt es die Sprechstelle SDS DAM Plus. Das ist also eine drahtlose Sprechstelle. Ich zoome mal kurz rein, dass man es vielleicht ein bisschen besser sieht. Genau. Das ist also diese drahtlose Sprechstelle. Es wird unten eine Funkstrecke reingesetzt und wird nur eingeschaltet. Und dadurch habe ich sozusagen gleich in mein System auch eine Sprechstelle mit eingebunden. So, dass man das auch mal kurz hört, mache ich jetzt einfach mal den Vergleich. Jetzt die Grenzflächen sind hier an, ich gehe weiter weg. Jetzt müsste naturgemäß natürlich mehr Raumanteil dabei sein. Und jetzt habe ich lokal diese Sprechstelle eingeschalten. Die Stimme müsste eigentlich auch direkt zu hören sein, logischerweise, weil ich auch da nah dran bin. Und ich kann lokal jetzt diese Stimme dann auch bei mir hören. Macht Sinn, wenn man einen größeren Raum hätte, um einfach den Redner besser zu hören, dass man eben lokal auch da eine Verstärkung hat und man hört auch keine Feedbacks oder sonst irgendwas hin zu hören. So, wieder ausgeschalten. So, was haben wir noch? Es gibt eine Prioritätsfunktion, auch wieder leicht einzustellen. Man geht einfach nur auf das Rad Priority und klickt einfach nur den Teilnehmer an, den man priorisieren möchte. Gerade bei einer Gemeinderatssitzung, wenn man sagt, der Bürgermeister soll eben besser zu hören sein, dann wird er sozusagen dann priorisiert. Wenn er spricht, werden die anderen reduziert. Wie man es hier sieht, Priority und dann einfach den Kanal anwählen. Die Geräte sind lüfterlos, also dadurch ohne Probleme auch mal unter dem Tisch montiert. Wenn man nicht viele Möglichkeiten hat oder hinter dem Display, ist es auch kein Problem, geht es genauso.
Dann haben wir vier symmetrische Ausgänge. Dementsprechend, wie kann man individuell routen? Beispiel zweigeteilter Konferenzraum. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen kleineren und einen größeren, möchten die miteinander kombinieren, ist das möglich. Man kann Presets drin speichern. Außerdem hat das Gerät nochmal einen Delay drin. Das heißt, man kann dementsprechend auch die zweiten Lautsprecher, die versetzt sind, auch im Delay etwas zurücksetzen. Bedienung auch recht einfach. Man geht einfach nur mit dem Systemcontroller auf Delay und kann hier dann dementsprechend auch die Meterzahl eingeben, in dem Fall zum Beispiel 10 Meter. Also relativ schnell alles eingestellt. Dann haben wir ein Rack-Out, dementsprechend um auch die ganze Sache aufzunehmen, auf einen SD-Recorder zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt diese Diskussion auch ohne PC unabhängig davon mal aufnehmen. Das geht genauso. Plug and Play ist das ganze System, Standard-USB-Schnittstelle. Das ist sozusagen wie ein USB-Interface. Der Rechner erkennt automatisch, dass es eine Soundkarte ist und man kann dann ganz normal in Zoom hier mal einen Screenshot einfach auswählen, Mikrofon und Lautsprecher AKG DMM. Das erkennt er als digitale Audioschnittstelle und kann dann loslegen. Kompatibel sind, ist er dadurch natürlich zu den ganzen Systemen, zu Zoom, Teams, WebEx, weil das System ja ganz normal als Audiokarte erkannt wird. Man kann dieses ganze System auch erweitern dementsprechend auf bis zu 10 DMMs. Das heißt, wenn man jetzt eine größere Installation hätte und kommt mit 12 Mikrofonen nicht hin, kann man wieder problemlos erweitern. RS-232 haben wir dementsprechend auch drin, um Updates aufzuspielen oder auch über eine Mediensteuerung das Ganze dann abzurufen. Außerdem gibt es noch einen Volume-Regler, dadurch kann man dann auch dementsprechend auch nochmal einen externen Regler anschließen, wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte jetzt nicht an Geräten spielen, sondern ich möchte einfach einen separaten Regler haben. Geht das natürlich auch. Presets habe ich schon gesagt vorher, wenn wir unterschiedliche Besprechungssituationen haben, kann man die dann ohne Probleme dann hier abspeichern und anpassen. Und es gibt auch eine Log-Funktion, damit kann man auch das Gerät ansperren, dass der Kunde nicht aus Versehen nach irgendwie rumspielt und das verändert. Die Raumakustik können wir dann dementsprechend auch nochmal anpassen. Es ist ein 12-Band-Grafik-EQ eingebaut, um eben den Raum nochmal ein bisschen anzupassen. Auch von der Bedienung, wie man sieht, super easy, Equalizer anwählen und dann sieht man an den verschiedenen Drehreglern unten ist die Frequenz eingegeben, kann die dann dementsprechend die dB-Zahl rauf oder runter ziehen. Das zweite Set, das wir hier drin haben, ist das Ganze mit den Hängemikrofonen. Ich zoome gerade mal kurz hoch. Das wäre dann die 8, dass man mal kurz sieht, wie wir es hier drin haben auch. Das heißt, wir haben jetzt diese drei Leuchtkreise und in den Leuchtkreisen haben wir drei Hängemikrofone installiert, die CHM99. Und ich wechsle jetzt einfach ganz normal, ganz leicht am DMM, wenn die Kamera fokussiert, das Preset, damit man einfach den Unterschied hört, wie die CHMs im Vergleich zur Grenzfläche klingen. Das heißt, ich gehe einfach noch auf Preset. Und jetzt ist sozusagen das CHM installiert. Moment. So, jetzt sind wir wieder drauf. Das heißt, jetzt hören wir über die Hängemikrofone. Ich laufe auch wieder die gleichen Positionen mal ab, dass man ein bisschen den Vergleich dazu hat. Dementsprechend, die Grenzflächen sind ausgeschaltet. Ich drücke nochmal extra nochmal drauf, dass man hört, dass es nur diese sind. Hängemikrofone haben einen Winkel von ungefähr von 120 Grad. Dadurch haben wir eine schöne Abdeckung, dass wir dementsprechend auch von der Raumakustik nicht so viel mitnehmen und auch nicht so viele Rückkopplungsproblematiken haben. Phantomspeisung ist ja dementsprechend mit dabei. Der Adapter darf nicht weggenommen werden. Dann gibt es einen Adapter dazu, dass man eben über Phoenix-Klemmen auf die Anlage von dem DMM-Wischer draufkommt. THM Mikrofone, man sieht, ich laufe jetzt einfach mal drum rum, dass man hört, wie das Ergebnis ist. Ich spreche auch normal, nicht lauter wie sonst, ganz normal. Man sieht hier, dass man hier zwei
Anordnungen machen könnte, ebenso wie hier in diesem linken Bild in der im Conference Space oder das, wie rechts davon in diesem Workshop Space, dass man einfach sagt, ich möchte nichts auf dem Tisch haben, der Kunde möchte das nicht, ich möchte auch eine flexible Tischanordnung haben, ist es, wenn die CRM-Lösung wäre, dann die richtige dazu. Die Grenzflächen noch dazu, was ich vorher nicht gesagt habe, ist, die haben sozusagen auch einen LED-Ring. Ich kann mal gerne mal kurz umschalten, dass wir dann nochmal den Vergleich dann nochmal hören. So, das sind die Grenzflächen, die sind auch miteinander verbunden. Ich zoome mal kurz rein, dass man das sieht. Das heißt, die haben dementsprechend einen LED-Ring. Ich kann jetzt hier drauf gehen und kann das ausschalten. Jetzt ist es wieder eingeschalten und die drei Grenzflächen sind miteinander verbunden. Bedeutet, man kann natürlich dann je nachdem, falsches Preset, hier sind wir. Das heißt, wenn ich jetzt auch hier fort, ist es dann dementsprechend, werden alle gelootet. Also es ist alles miteinander verbunden. Es sind drei NF-Kabel, die dann auf die DSP laufen. Das heißt, macht man dementsprechend auch die ganzen Kapseln individuell drauf. In dem Fall haben wir jetzt 7 Kapseln mit drin, also 3. Hier ist es eine 2er und dort auch eine 2er, 7. Und die laufen einzeln auf den DMM drauf und dadurch können wir mit dem Automatikmischmodus immer dementsprechend das beste Signal rausziehen. So, ich schalte nochmal um auf die Hängemikrofone. Dass man hier nochmal den Vergleich hört, die Bedienung habe ich schon, und dann nochmal den Vergleich hat mit den Hängemikrofonen. Ja, das Paket umfasst in dem Fall auch zwei Genelec-Lautsprecher, die in schwarz und weiß zu hören, zu bekommen sind, dementsprechend. Die Lautsprecher sind aus dem Alu-Druckersgehäuse, dadurch können wir eine relativ kleine Bauform erzeugen und dadurch können sie auch relativ tief abgestimmt werden. Das heißt, für Wiedergabe von Medientouren sind sie sehr interessant. Auch für Sprache natürlich, die Sprachverständlichkeit ist sehr, sehr gut. Man muss nicht so laut machen, selbst bei geringen Lautstärken ist die Sprachverständlichkeit sehr gut zu hören. Also das bestätigen uns dann immer wieder auch Kunden. Und ja, die Abmessungen sind natürlich auch klein und kompakt. Man hat integrierte Class D-Endstufen drin mit einem aktiven Design. Das heißt, die Weiche ist dementsprechend schon drin. Die Komponenten sind aufeinander sehr gut abgestimmt. Es ist eine Abschaltautomatik drin, dementsprechend, dass man eben auch Strom spart. Nach einer gewissen Zeit gehen sie aus. Und auch beim Einschalten sind sie sofort da. Also es gehen keine Silben verloren. Also die Einschaltautomatik arbeitet sehr schnell. Man kann, wenn man will, noch ein bisschen was an der Raumakustik anpassen mit den dementsprechend Höhen oder Bässe abziehen, wenn man möchte. Muss aber nicht sein, weil der DMM hat ja schon sozusagen seinen Kartenschnittpool. Bedienung, die Montage ist auch relativ easy. Es gibt sehr vielfältige Montagemöglichkeiten. Wand, Decke, Tisch ist möglich durch diesen ISOPOD. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten. Die Betriebnahme auch relativ einfach. Es sind Standard Phoenix-Klemmen, die draufgesteckt werden bei den Genelecs und bei den DMM. Von daher ist die Installation auch recht einfach. Hier nochmal das Schaltbild, dass man mal kurz sieht, wie das Ganze verbunden ist. Das heißt, in dem Fall blau die Grenzflächen, die NF-Leitungen gehen dann auf den DMM. In unserem Beispiel wären das jetzt hier 2 CBLs. Das heißt, es sind 3 Kapseln pro Grenzfläche. Dann sind es 6 Mikrofonleitungen. Also es sind 2 insgesamt, weil ein Kabelstrang hier rüberläuft mit einer Steuerleitung auf den DMM. Wird da drauf gesetzt, dann haben wir einen USB-Anschluss, der dann auf den Rechner geht, der sozusagen unsere Soundkarte ist, und 2 NF-Leitungen gehen dann auf die aktiven Lautsprecher von Genelec. Und zusätzlich natürlich in dem Fall HDMI geht auf das Display oder Beamer, je nachdem was man hat, und USB-Anschluss nochmal für die Kamera, so wie ich es jetzt bei meinem Setup auch habe. Die zweite Variante, in dem Fall haben wir jetzt die 4 Hängemikrofone verteilt im Raum. Man sieht auch bis zu 14 Teilnehmer kann man da durchaus realisieren. Auch wieder das Gleiche. Es sind 4 Einzelleitungen in dem Fall, die dann auf den DMM gehen. Man hat 2 NF-Leitungen wieder auf die Genelecs, USB auf den PC als Soundkarte als Erkennung und dann HDMI und dementsprechend auch die Kamera.
Ja, weitere Infos gibt es natürlich auf unserer Webseite unter audiopro.de. Wenn man dann sozusagen auf AKG-Konferenzsysteme, Webkonferenzen geht, da sind sozusagen alle Infos dementsprechend auch drin und nachschauen kann, was die Details sind. Und dementsprechend, wie gesagt, die zwei Sets. Einmal zwei Grenzflächen und einmal dementsprechend den vier Hängemikrofonen, die drin sind. Kurz nochmal zusammengefasst. Wir haben einmal ein digitales Audiosystem mit einem analogen Bedienkonzept, also relativ einfach von der Bedienung, auch von der Einrichtung. Also wir haben auch einen Quick Start Guide, wo die Einstellungen kurz empfohlen werden. Dann ist man in 10 Minuten eigentlich durch mit dem System. Dann sind die natürlich voneinander abgestimmt. Klangqualität von Genelec. Sprachverständlichkeit ist sehr hoch durch diese Algorithmen, die drin sind, dementsprechend vorab schon. Es gibt kein Echo Cancelling. Die Frage wurde berechtigt auch gestellt. Durch die ganzen Best Mic On und auch durch die Automischfunktion liefert es sozusagen der Soundkarte oder dem Rechner Zoom, was das auch immer ist, immer ein sehr gutes Audiosignal, dass er dadurch nicht großartig in DSP arbeiten muss. Und ich hoffe auch, dass man es hören kann, dass man nicht so viele Artefakte hört wie normalerweise bei Systemen, die eben sehr viel mit einer DSP arbeiten müssen, dass es relativ gleichmäßig ist. Ansonsten lüfterlos sind die Geräte, dass man sie eben auch ohne Probleme einsetzen kann. Ich schalte jetzt gerade noch mal um, was man jetzt noch am Ende noch mal hört. Das ist jetzt die Grenzfläche, die dann zu hören ist. Und kompatibel natürlich mit allen gängigen softwarebasierten Systemen, weil es ja dann sozusagen als Soundkarte erkannt wird. Ja, und die beliebige Erweiterbar hatte ich ja auch vorher schon genannt, dass man eben auch ohne Probleme auch lokal eben Quellen dazu noch einschalten kann, die dann auch lokal zu hören sind. Ja, das war schon. Wir liegen gut in der Zeit von den Conference-Sets. Falls es Fragen gibt, die sehe ich jetzt auch, kann ich gerne mal vorlesen und beantworten. Gibt es die Genelec-Lautsprecher auch in anderen Farben? Also Schwarz-Weiß ist Standard und man kann auch RAL-Farben bekommen, wenn man möchte. Sieht man auch auf unserer Webpage. Also die 120 Standard-RAL-Farben kann man dementsprechend auch bekommen. Gegen Aufpreis ist kein Thema. Gut, sonst gibt es keine Fragen. Dann lieber gut in der Zeit. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für die Zeit. Ich hoffe, ich konnte das System ein bisschen rüberbringen. Ich denke, die Punkte sind einfache Bedienung und auch eine gute Audioqualität. Also vergleichsweise gute Audioqualität ist natürlich immer ein bisschen von den Bandbreiten abhängig. Wisst ihr wahrscheinlich selber, dass natürlich mal die Videokonferenz gut läuft, mal weniger, je nachdem, welche Bandbreiten man zur Verfügung hat. In diesem Sinne, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, einfach nochmal melden. Unsere E-Mail-Adresse ist info@audiopro.de. Telefonnummer ist auch eingeblendet. Über Feedbacks freuen wir uns natürlich gerne. In diesem Sinne, schönen Nachmittag noch und schönes Wochenende. Tschüss.